Ich möchte, dass du mir durch den Geist eines Verstorbenen die Zukunft voraussagst. Ich will mit einem ganz bestimmten Menschen reden. Bitte beschwör seinen Geist, damit er aus dem Totenreich heraufkommt. Du weißt doch, dass König Sol das verboten hat. Hast du vergessen, mit welcher Härte er alle Totenbeschwörer und auch Wahrsager aus Israel vertrieben hat? Warum stellst du mir diese Falle? Willst du mich etwa töten? Ich schwöre dir beim Herrn, dass du dafür nicht bestraft wirst. Wen soll ich dir heraufholen? Ruf Samuel herauf. Warum hast du mich hereingelegt? Du selbst bist Saul! Du brauchst deswegen keine Angst haben. Sag, was siehst du? Ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen. Wie sieht er aus? Es ist ein alter Mann. Er ist in einem Mantel umhüllt. Warum störst du meine Ruhe und lässt mich wieder heraufkommen? Weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Die Philister führen Krieg gegen mich. Und Gott hat mich verlassen. Er antwortet mir nicht mehr. Weder noch durch Propheten, noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, damit du mir weiterhilfst und sagst, was ich tun soll. Warum fragst du mich, wenn du genau weißt, dass der Herr sich von dir abgewandt hat und dein Feind geworden ist? Er führt dir nur aus, was er dir längst durch mich ausrichten ließ. Er nimmt dir die Herrschaft und gibt sie David. Der Herr bestraft dich jetzt, weil du ihm damals nicht gehorcht hast, als er dir befahl, seinen glühenden Zorn über die Amalekite hereinbrechen zu lassen. Aber das ist noch nicht alles. Der Herr wird dich dir, ganz Israel, in die Gewalt der Philister geben. Morgen schon werden du und deine Söhne bei mir im Totenreich sein. Außerdem wird der Herr dein ganzes Heer den Philistern ausliefern.